Ja, Leute, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es mal wieder um Fungiro inkompetent. Er hat mal wieder bestens bewiesen, dass er gar nichts weiß. Ne? Und das ist in seinem über beziehungsweise mit, dass er mit seinem YouTube-Account alles andere als mit Leuten, also den beziehungsweise den Leuten helfen will, ihr Wissen zu erweitern? Nein. Denn wir wissen ja, Geld regiert die Welt und er, wir wissen ja, mit den eigenen Videos herstellen hat es der Fungiro Inko ja nicht so. Er kopiert lieber gerne. Und dadurch, dass er sich das kopiert, müsste man auch eigentlich, wenn man wirklich die Wahrheit verbreiten will, beziehungsweise die richtige Information, die Hand und Fuß haben, verbreiten will, sollte man sich natürlich das Video mal angucken und auch dementsprechend mal überprüfen, ob das auch wirklich Fakt ist, was da so läuft. Ne? Oder man fragt halt aller wie Fingo Iro Inko und nutzt die Unwissenheit der Leute aus, um sie hintenrum dann einfach zu manipulieren und zu desinformieren. Das ist ja von Giro Inko, wie er leibt und lebt. Heute geht es um sein relativ neuestes Werk. Ja, warum die Sonne die flache Erde beweist. Tja, das habe ich mir auch gefragt. Deswegen wurde ich auch ganz neugierig. Ich habe mir das natürlich auch angeschaut und ich wusste jetzt auch nicht genau, ja, was mich da so erwartet. Aber man musste das Video nicht mal bis zum Ende sehen und wir wussten und ich wusste bereits, dass es, naja, nicht mehr viel rumkommen wird auf der Seite. Ne? Und deswegen, ich will auch gar nicht mehr groß weit runter rum. Ich will auch gar nicht weiter groß rumreden. Und wir starten, ne? Denn wir wissen ja, die Zeit ist kostbar und sie läuft und ja, los geht's, ne? Ja, im Großen und Ganzen ist es eigentlich leicht verständlich. Wo er das Problem jetzt sieht, das wird er uns jetzt relativ schnell verdeutlichen. Und ja, man wird auch schnell merken, wo wirklich das Problem liegt. Ihr seht ja, das ist ja soweit richtig, ne? Also, die Sonne bestrahlt zwar die Erde in unterschiedlichen Winkeln, womit kürzere Tag- und Nachtseite erklärt werden. Ja, was heißt richtig? Ich meine, im Prinzip, wie man ja in seiner Anfangssequenz erzählt hat, ist eigentlich die Nachtseite und die längere, naja, er bezieht sich ja auf die Wintertage und die Sommertage, die ja unterschiedlich lang sind. Das hängt aber nicht unbedingt mit dem Winkel zusammen, sondern mit dem, ja gut, also nicht der Winkel der Sonne, sondern der Winkel der Erde. Aber es kommt ja noch dicker, denn ihr habt ja schon, glaube ich, schon, wahrscheinlich schon gesehen, worauf ich hinaus will. Wenn er schon hier so anfängt, warum? Warte, ich werde mich mal aus. Wieso ist die Sonne unterschiedlich schnell? Wenn man auch das vorher verstanden hat, warum die Tage und Nächte, beziehungsweise die Tagseite im Winter mal länger
kürzer ist und im Sommer mal länger, dann sollte sich eigentlich diese Frage gar nicht erst aufkommen. Wenn man natürlich bedenkt, dass die Erdachse geneigt ist. Aber dazu zeige ich mal eben kurz einen kurzen Einspieler. Denn da wird es aber locker flockig kurz erklärt und ich denke, das reicht dann auch zu diesem Thema. Also wie es auch richtig dargestellt werden sollte, ne? Frühling sieht man, dass die Sonne früher aufgeht und höher steigt. Da erst ging die Wintersonne auf. Die Frühlingssonne legt also einen weiteren Weg zurück. Sie geht also später unter. Die Tage werden länger. Und das liegt an der anderen Position, die die Erde zu diesem Zeitpunkt zur Sonne hat. Im Winter steht die Nordhälfte der Erde zur Sonne so und im Frühling so. Europas Weg über die sonnenbeschienene Seite ist im Frühling also viel länger. Weiter geht die Reise. Ja, ich denke, das ist übrigens aus der Sendung mit der Maus. Und ich werde den Link dazu auch mal unten verlinken. Da werdet ihr schnell feststellen, beziehungsweise wer wirklich wissen will, wie das funktioniert, sollte sich das angucken, bevor er durch diesen Rotz, der ja hier hochgeladen wurde, von dem inkompetenten Fungiro, sollte sich dann die Meinung bilden. So. So, weiter geht's. Da hat er fing natürlich an, ja, wir haben Läscher zu ziehen, das ist jetzt nicht so egal, ist egal. Da hat er natürlich die Zeiten zu verschiedenen Tagen verglichen, also quasi die Sommerzeit mit der Winterzeit, beziehungsweise die Frühlingszeit mit der Sommerzeit. Die Daten an sich waren soweit okay. Wo ich dann noch wieder doch skeptisch wurde, war das. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an, diesmal nahe dem Äquator in Nordafrika. Ne? Nahe dem Äquator. Plötzlich, auf der nächsten Ebene heißt es dann, schauen wir uns die Situation am Äquator an. Yaoundé, Kamerun, wenn man es auch immer ausspricht, ist auch jetzt scheißegal. Aber das Interessante ist, am Äquator. Ja, wenn man schon sagt am Äquator, dann sollte man auch eine Stadt nehmen, die am Äquator oder auf dem Äquator liegt. Denn dies tut diese Stadt gewiss nicht. Und deswegen, na, wo haben wir es? Weil er berechnet es ja gleich auch wieder. Kommt ja auch diese Differenz zustande. Denn laut dem heliozentrischen Weltbild hat quasi der Äquator keine Jahreszeiten. Sprich, die Zeiten bleiben gleich. Wer, wie gesagt, das genauer sich informieren will, ich gebe euch gleich unten in der Infobox, verlinke ich euch das Video, die Folge zur Sendung mit der Maus und dann könnt ihr euch das, naja, es ist einfach leicht verständlich zu erklärt und nicht so kompliziert, wie das hier der Kollege darstellen will. Auf jeden Fall. Die Erde hat sich ein Grad gedreht mit der angeblichen Geschwindigkeit von rund 1660 km/h am Äquator und trotzdem kommen über 2 Minuten Differenz zustande. Ja, genau. Ja, wenn die Stadt wirklich auf dem, wie gesagt, Äquator gelegen hätte, dann wäre es auch, hätte es auch gepasst. Denn ich habe mal einen Versuch gemacht. Ich blende mich mal kurz wieder aus. Ich zeige euch das dann mal hier auf dem Bild nochmal schnell. Hier ist Kamerun und da ist Yaounde, oder wie die Stadt auch immer heißen mag, oder wie man es ausspricht. Der rote Balken symbolisiert den Äquator. Dann habe ich natürlich, war ich mal fix und habe dann mal die Zeit nach eine Stadt rausgesucht, die im Äquatorbereich liegt. Das wäre zum Beispiel jetzt hier im Beispielmodell
Nyahururu aus Kenia oder in Kenia. So. Hier sieht man relativ schnell, ich habe auch natürlich dieselben Zeiten verwendet hier, ne? Also den 21. Juni und beziehungsweise den 21. Dezember. So, dann brauche ich euch einfach nur die Zeit der Lichtdauer mal anschauen. Hier. 12 Stunden, 7 Minuten und 55 Sekunden. So, da dachte ich mal, gucke ich mal jetzt im Sommer, ne? Und da kam ja auch folgendes Ergebnis. 12 Stunden, 8 Minuten, 1 Sekunde. Ja, ich denke mal, man braucht sich jetzt ja hier nicht um die 6 Sekunden streiten, oder? Und von daher verstehe ich gerade auch nicht, wo das Problem sein sollte. Oder ist es einfach die Folge, dass sich einfach einer schlecht informiert hat? Aber das kennen wir ja schon. Ich meine, es gibt ja, er hat ja schon mehrere Sachen gebracht, die, naja, mehr oder weniger schlecht recherchiert wurden oder, naja, falsch dargestellt. Ne? Man braucht ja einfach nur dieses nochmal mit seinen, das Video mit seinen schwarzen Chemtrails zu Auge führen, wo er sich die Leute auch schon beschissen hat, wo er einfach einen Chroma-Key-Effekt drüber gelegt hat. Aber da sieht man das halt. Geld regiert die Welt und da ist ihm einem scheißegal, wenn man Geld verdienen will, dann was mit den anderen Leuten passiert. Aber so ist das nun mal heute so. Ne? Und von daher führt euch das mal vor Augen. Wie dem auch sei, kommen wir mal zu dem Video zurück. Da gab es ja schon diese schöne Aufnahme. Spätestens hier hätte ihm auffallen müssen, dass mit der geneigten Erdachse, aber ja, ihr wisst ja, in seinem Video geht es ja nicht um hier irgendwie Wissensverbreitung, sondern einfach nur um Hauptsache gegen den Strom und weil das ja so beliebt ist zur Zeit und damit dann so viel Geld wie möglich rausschlagen. Punkt. Das ist das Einfachste, was hier läuft gerade. Und natürlich, was dann kommt, das ist natürlich ein totaler Bullshit auf dem Globus. Aber auf der flachen Erde funktioniert das natürlich hundertprozentig. Ich meine, ich kann es ja mal kurz starten. Die beiden Murmeln, die kreisen von Geisterhand über die flache Erde. Nur angemerkt, ich meine, die Flacherdler glauben ja nicht an die Gravitation, das wäre ja Zauberkraft. Aber durch welche Zauberkraft werden denn die Sonne und der Mond am Himmel gehalten, wenn doch die, ja, das oben physikalische Oben- und Unten-Prinzip der flachen Erde doch die Schwerkraft erklären soll, warum die Sachen zu Boden fallen. Weil ja die Leute leichten Sachen leichter sind, die steigen auf und die anderen gehen nach unten. Das erklärt ja die flache Erde. So soll ja die Schwerkraft funktionieren. Aber warum bleiben die Dinger am Himmel? Beziehungsweise warum, ja, warum nur bewegen die sich einfach? Wovon? Wovon bewegen die Dinger sich? Ist da oben ein riesiges Kettenkarussell oder so? Ich weiß nicht, das konnte mir doch keiner beantworten. Ich meine, die sind ja sowieso recht skurril, diese Leute. Ich meine, mal ist die, sind das Kugeln, mal sind die flach, die Scheiben, mal ist der Mond flach, mal die Sonne flach. Mittlerweile ist es, glaube ich, mittlerweile Hologramme, aber da ist mir auch ein Rätsel, wie das da projiziert werden sollte, denn mit einem Gerät wäre es überhaupt nicht möglich. Aber beziehungsweise, wo kommt die Energie dafür her, die wir für uns dann als Wärme, also naja, es ist ganz skurril. Und wer sich damit beschäftigen sollte, denn das so, wie schön dieses Modell jetzt hier darstellt und einfach vor allem, ich zeige euch, zeige euch nicht, aber es gibt einen tollen YouTuber, er hat ganz einfach anhand, was die flache Erde verbreitet, also deren Theorie verbreitet, deren Sonnenverlauf widerlegt. Und ich werde das verlinken. Hier sage ich mal auch schöne Grüße an den Jörg. Der, naja, besucht ihn mal. Wenn ihr wirklich wissen wollt, wie es funktioniert, beziehungsweise wie es nicht funktioniert, dann schaut euch dieses Video an. Es ist sehr erleuchtend, beziehungsweise einleuchtend, kann man sagen. Und von daher braucht man da nicht groß herumdiskutieren,
wer hier rumflunkert. Ich meine, sie wollen was widerlegen, was sie selber noch nicht verstanden haben. Und das ist halt mehr als deutlich. Wie dem auch sei, bildet euch eure eigene Meinung. Ich meine, ich sage immer so schön, bevor man etwas widerlegen muss oder kann, muss man erst das andere verstanden haben. Und das ist halt in dem Sinne nicht der Fall. Und der Fungiro inkompetent ist halt quasi ein Paradebeispiel dafür, dass es darum nicht geht, Leute zu informieren oder es einfacher zu erklären, sondern einfach nur, um aus dieser Geschichte Geld zu schlagen. Das wird einfach mehr als deutlich. Denn ja, ich meine, warum sollte man dann Negativkommentare zensieren, ne? Oder beziehungsweise entfernen, ne? Ich meine, klar, das ist das. Es könnte ja ein paar Leute geben, die an die Kommentare mitlesen und sehen, wo dann ein paar andere schlaue Köpfchen was erklären oder wie es funktioniert. Und dann, ja, das könnte natürlich die Like- und Dislike-Statistik ein bisschen anders ausfallen lassen, ne? Aber wie gesagt, ich will auch nicht groß weiter rumreden. Das war mein kurzes Video zu diesem Thema. Wenn euch das gefallen hat, bewertet dieses Video. Wenn ihr mich nicht verpassen wollt, drückt auf den Abo-Button. Würde mich riesig freuen. Ansonsten habt einen schönen Tag, habt eine schöne Nacht. Ciao!